gleich ist es soweit. Die Berlinale 2015 feiert Premiere. Und zwar mit einem Film, der hier auch seine Weltpremiere feiert. Nobody Wants the Night heißt dieser Film. Und Felicitas Kleiner vom Filmdienst hat diesen Beitrag heute schon in der Pressevorführung gesehen. Felicitas, wie schneidet der Film in deiner Bewertung ab? Ja, sagen wir mal so, es ist ein Film, der was fürs Auge ist. Es geht um eine Grönland-Expedition, also wunderbare Nordpolbilder sind zu sehen. Auch sehr schöne, sinnliche Bilder der Protagonisten, vor allem auch der Protagonistin. Juliette Binoche spielt die Hauptrolle in diesem Film. Allerdings, die inhaltlichen Qualitäten entsprechen nicht ganz den optischen Qualitäten. Ich fand die Geschichte dann doch etwas dünn. Es ist ja so eine Art Culture Clash Story. Juliette Binoche spielt eine Amerikanerin, die es auf den Spuren ihres Mannes eben nach Grönland in den hohen Norden verschlägt und ja, die da konfrontiert mit nicht nur mit dieser sehr rauen und menschenfeindlichen Natur, sondern auch mit einer anderen Kultur, der Inuit. Sie stößt dann auf eine junge Inuit-Frau, mit der sie so eine Art Zwangsgemeinschaft, Notgemeinschaft bildet. Und ja, wie diese kulturelle Begegnung ausgearbeitet ist, das fand ich doch etwas klischeelastig und etwas dünn. Und ja, insofern nicht unbedingt der größte Wurf, aber zumindest ein Film, der einen als ja, jemand, der sonst die eher gemäßigten Temperaturen im Rheinland gewöhnt ist, auf kältere Breiten gerade vorbereitet hat. Es hört sich ganz danach an, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Was erwartet dich, die du täglich ins Kino strömst, denn in den kommenden Tagen hier auf der Berlinale? Ja, dann erstmal mache ich direkt morgen weiter. Da kommt nämlich gleich das andere Extrem. Jetzt hatten wir gerade Star-Kino mit Juliette Binoche. Morgen ist der erste Film, den ich sehe, einer von den Filmen, die für das stehen, wofür die Berlinale auch so bekannt ist, nämlich die politischen Aspekte dieses Festivals. Es ist ein Film eines iranischen Filmemachers, Jafar Panahi, der in seiner Heimat Berufsverbot hat, also massiven Druck seines Regimes abbekommt und ja, jetzt aber trotzdem wieder einen Film machen konnte und wieder diesen Film hier aufs Festival bringt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es geht ums Taxifahren. Der Film heißt auch Taxi und ja, wird einem wohl ein sehr interessantes Stimmungsbild aus Teheran abliefern. Du hast das ganze Programm durchgearbeitet, es ist ziemlich dick, also es war ganz schöne Arbeit. Was sind deine persönlichen Highlights, die du in den Tagen dir vorgenommen hast? Ja, was die Highlights sind, weiß ich dann natürlich immer erst hinterher. Das Schöne bei so einem Festival ist ja auch immer, dass sich überraschen lassen, anders als im normalen Kino, wo man die Filme sich vielleicht eher rauspickt. Und ja, es ist ein sehr spannungsreiches Programm, also es reicht von Klemmer-Filmen wie Cinderella, der außer Konkurrenz läuft, ein Hollywood-Film, bis zu eben politischem Kino, internationales Autorenkino. Und ja, auf was ich mich besonders freue, das ist sozusagen das heiße Pendant zu dem Film, den wir jetzt als Eröffnungsfilm gesehen haben. Queen of the Desert ist der Titel. Das ist der neue Film von Werner Herzog, einer sehr wichtigen Regisseurspersönlichkeit fürs deutsche Kino. Also er hat für den neuen deutschen Film ganz wichtig Impulse geliefert, aber arbeitet jetzt schon länger in Amerika und hat da jetzt eben auch diesen neuen Film gemacht, Queen of the Desert, und darin spielt Nicole Kidman die weibliche Hauptrolle, und zwar eine historische Figur, Gertrude Bell, eine britische Historikerin, die auf diplomatischer Mission im Orient unterwegs ist. In jedem Jahr gibt es bei der Berlinale auch einige Filme, die kirchliche Thematiken aufgreifen oder eine religiöse Ebene haben. Ist da jetzt auch schon was abzusehen? Ja, soweit man das im Vorhinein von den Programmtexten beurteilen kann, sind mir da zwei Filme ins Auge gesprungen. Das ist zum einen eine chilenische Produktion, El Club. Da geht es um eine Wohngemeinschaft von Priestern an der chilenischen Küste. Und ja, im Text deutet sich an, dass die eine dunkle Vergangenheit tatsächlich mit sich rumschleppen und dass das Thema Missbrauch da mit reinspielen wird. Also ein wohl kirchenkritischer Film, so sieht es zumindest aus. Und dann gibt es noch einen japanischen Beitrag, der eine religiöse Ebene zu haben scheint. Es geht nämlich um Engel. Also die Grundidee, das Szenario des Films ist, im Himmel werden die Schicksale geschrieben von den höheren Mächten für die Menschen auf der Erde. Und ein Engel, der wird nun auf die Erde beordert, um das Schicksal einer jungen Frau sozusagen umzutexten.
Aber inwiefern da nun wirklich handfeste Religion drin steckt oder zumindest ein philosophischerer Ansatz oder doch mehr Unterhaltung und Genre-Kino, das kann ich dann erst sagen, wenn ich den Film gesehen habe natürlich. Und das wirst du uns auch erzählen, denn wir treffen uns in den nächsten Tagen noch häufiger, um über die Filme zu sprechen, die du dir angeschaut hast. Vielen Dank für heute, viel Spaß im Kino. Und Sie schauen doch täglich einfach bei uns rein. Wir berichten hier täglich von der Berlinale für Sie auf katholisch.de.